Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video. Heute passiert etwas Besonderes. Ich darf heute ein Auto fahren von einem Freund von mir. Das Auto ist ein Porsche und es ist für mich ein sehr besonderes Auto, denn mein Dad hatte dieses Auto mal. Und ich habe noch nie so in einem YouTube-Video das so offen gesagt, aber heute ist einfach der Tag, wo das so zum Thema passt, dass ich das einfach mal rauslassen muss und auch einfach mal ein bisschen emotionaler über die ganze Sache reden muss, denn mein Papa, der lebt nicht mehr, schon seit langer Zeit, also der ist schon gestorben, als ich 16 war, vor über 14 Jahren. Ja, die letzten Jahre waren für mich eine sehr schwierige Zeit, weil ich mir immer gewünscht habe, dass mein Dad so ein bisschen sieht, was ich mache, so ein bisschen diese Autoleidenschaft, die er ja auch hatte, mit mir ausleben kann, was er halt nie konnte. Er hat mir immer von diesem Auto erzählt und hat mir immer erzählt, dass, also ich kannte das Auto nicht, das Auto hatte er gehabt, bevor ich auf die Welt gekommen bin, und ich habe nur immer von diesem Auto Geschichten gehört und immer nur am Ende dieser Geschichten gehört, irgendwann hole ich mir mal wieder einen Porsche. Und für mich ist das gerade echt ein schöner Moment, dass ich dieses Auto, von dem er so oft erzählt hat und was ihn in diese Autoleidenschaft ja auch irgendwo reingebracht hat und dafür gesorgt hat, dass er diesen Satz, irgendwann hole ich mir mal wieder einen Porsche, immer zu mir gesagt hat, heute mal fahren darf. Und es ist ein 944. Der gehört diesem wunderhübschen. Vielen Dank, vielen Dank. Wunderhübschen Mann. Wir sind befreundet seit über 10 Jahren. Ja, schon, ja. Wir haben zusammen Fahrzeugtechnik studiert. So sieht das aus. Wir teilen eine Leidenschaft. Genau. Und dieser Mann fährt unter anderem neben seinen, wie viele Motorräder hast du? 5? Nee, nur noch 3. Nur noch 3. Neben seinen 3 Motorrädern fährt er unter anderem dieses wunderschöne Auto, ein Porsche 944. Genau. Erzähl was, 3 Liter Audi Motor. Genau, ist ein 3 Liter Audi Motor. Ist es ein richtiger Porsche? Ja, das ist halt das Problem an der Sache. Das ist das Problem an der das Sache? Das ist das Problem an der Sache, wie viele Leute sagen, das ist kein richtiger Porsche? Jeder zweite, ja, 50-50 würde ich jetzt auch 50, sagen. 50-50 ja. kommt 50, das schon 50-50 sagen, komm, wir drehen es mal um, dass man das Auto auch im Hintergrund sieht. 50-50 sagen, es ist kein richtiger Porsche. Ich finde, es ist ein richtiger Porsche. Ich finde auch ziemlich geil. Es ist der Nachfolger vom neuen 24, genau, ja. Wurde gebaut von 1981 bis 91, ne? Genau. Was für ein Baujahr hast du? Das ist jetzt ein 89er. 89er, also ein relativ später. Genau, eigentlich aber einer der letzten. Auch schon, ja. Oldtimer, ne? Hakenzeichen, genau, hat er ja. Habe ich jetzt seit 2 Jahren schon drauf, ja. Geil. Genau, so sieht das aus. Geil. Und das Auto habe ich gekauft vor 7 Jahren. Vor sieben Jahren, ja, habe ich das Auto gekauft. Wie viele Kilometer? 136.000, 137.000, belegbar. Ja. Belegbar. Ja. Das ist wichtig bei einem Porsche, ne? Das stimmt. Und ja, der Motor ist vorne. Also Porsche untypisch. Haben wir den Motor? Können wir mal aufmachen? Ja, ja, natürlich. Komm, wir gucken mal rein. Oh, alles in Blau. Guck mal. Innenraum auch. Gucken wir uns gleich in Ruhe an. So. Motor vorne, Getriebe hinten. Das ist ein Transaxelaufbau. Genau. Wir haben einen 4-Zylinder, 3-Liter-Motor. Kein Boxer, sondern einen reinen 4-Zylinder, 3-Liter-Motor. Es ist ein Audi-Motor, hast du gesagt. Aus welchem Auto ist der Motor denn eigentlich ursprünglich? Also wo hat Audi den denn verbaut? Ich glaube, das kann ich nicht sagen, ganz ehrlich. Ich glaube, da mache ich jetzt was falsch. Oder haben die den nur für Porsche entwickelt? Nee, ne? Nee, da müsste auch ein Audi-Modell drin. Da war auf jeden Fall ein Audi-Modell drin. Ich glaube, ein 80er oder... Ja, genau. Ne? Genau. Vom Baujahr her müsste es Audi 80 gewesen sein. Genau. Okay. Sieht man aber jetzt so auf den ersten Blick ja nicht. Ne? Man sieht, okay, es ist kein typischer Porsche-Motor. Es ist kein Boxer, ne? Sondern es ist ein rein Vierzylinder. Aber... so Audi-Logos, erstmal relativ wenig. Ne? Also es ist schon sehr präsent hier ein Porsche-Schriftzug auf dem Motor. Irgendwo habe ich mal, bei Teilen habe ich mal Audi-Sachen, ja, gesehen. Ja, so kleinere, genau. Teile, das, genau, hast du ja heute, genau, ja noch mehr. Ne? Also wenn du mal in so einen Cayenne oder so einen Macan im Motorraum reinguckst, dann sind ja mehr VW-Logos drin als Porsche-Logos. Ja. Aber es ist, wie es ist. Motor vorne, Getriebe hinten. Ist genau ein 6-Gang, 5-Gang Handschalter? Genau. 5-Gang Handschalter. Gab es den auch als Automatik? Ja, ich glaube sogar, ja. Ach, jetzt machst du mich aber hier. Digga, ich habe gedacht, du hast dich ein bisschen vorbereitet. Ich habe dich gar nicht vorbereitet. Was ist denn hier los? Du hast dich gestern gefragt. Ich habe ihn heute. Aber man muss schon einen Handschalter fahren, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wollte, also sonst hätte ich ihn nicht gekauft, glaube ich. Ja. Ja. Genau. Also ist schon ein geiles Auto, Transaxelbauweise. Mittlerweile schon fast ausgestorben. Ne? Es gibt noch ein paar Autos, die das haben. Mein GTR hat das auch. Ja. Ja, der hat ja auch Motor vorne, Getriebe hinten. Aston Martin hat es zum Beispiel auch. Der Vantage hat auch Motor vorne, Getriebe hinten. Aber im Porsche-Segment gibt es das gar nicht mehr. Nee, also jetzt aktuell gar nicht mehr. Gar kein Porsche mehr, der Transaxel fährt. Porsche
ist ja mittlerweile so durch und durch dieses Heckmotor-Ding. Ne? Absolut, und, ja. Genau, aber es ist natürlich für die Gewichtsverteilung ziemlich geil. 50-50. Ja, ich glaube 49-51 ja. Hat er. Okay. Ja, genau, aber 50-50, genau, das kann man verzeihen. Okay, Leistung. 200 FPS hat er. 211 PS, 200 3 Liter, 4-Zylinder. Genau, genau. Sauger, bin ich gleich mal gespannt, wie sich das anfühlt. Was hast du noch gemacht am Auto? Er ist 30 mm tiefer gelegt, ganz normal über Federn. Wildscheinfahrwerk ist jetzt komplett ein neues noch verbaut. Dann, wie du halt hier siehst, ich habe die Behälter alle hier ausgetauscht. Die waren vorher so vergilbt und nicht wirklich schön. Die ganzen Scheinwerfer vorne, die Gläser wurden ausgetauscht. Die OZ Futuras, das sind halt so die schönsten Sachen an dem Auto, würde ich mal behaupten. Und noch eine Techart-Auspuffanlage. Lack und so, Farbe, ist alles noch Serie? Das ist alles noch Serie, genau. Und? Also ich musste ja sowieso schauen, was ich verändern kann und was nicht, wegen der Hartzulassung. Ja. Genau. Du hast gesagt, Breitbau hat er auch irgendwie, ne? Genau, der S2 hat diesen Breitbau da hinten drauf. Genau. Das ist aber auch Serie? Das ist aber auch Serie, genau. Das ist alles Serie. Also es gibt da an dem Auto ist eigentlich, bis auf die Veränderung, wo ich jetzt gesagt habe, nichts verändert. Reicht ja, ja auch. Ja. Sonst wäre das Haar... Das ist wirklich ein schönes Auto. Genau. Kannst du mal die Scheinwerfer ausklappen einmal? Ja, das muss ich gehen holen. Das ist einmal Sinn. Warte, ich mach erstmal Motorhaube nochmal zu. Geil, Digga. Fett. Das ist wirklich schön an dem Auto. Ja, das ist halt auch was es einfach heutzutage gar nicht mehr gibt. Ne? Ich finde Autos mit Klappscheinwerfer, die haben irgendwie sowas. Die haben was, ne? Ja. Ich fand das damals bei Mazda MX-5, ehrlich gesagt, immer schon relativ cool. Eben. Erkennen viele Leute das Auto als Porsche? Ob sie es anerkennen? Nee, oder? Anerkennen haben wir ja schon drüber gequatscht, das ist so 50-50. 50-50, sondern ja. So Leute, die sich jetzt so nicht mit der Materie so krass auskennen. Nee, ne? Jedes Kind weiß ja, 911er, der Silhouette ist ein Porsche. Ja. So, ne? Aber gibt es viele Leute, die das auch direkt als Porsche erkennen? Nee, würde ich nicht behaupten. Ich sag mal, wenn ich mal mit dem unterwegs bin oder fahre durch die Ortschaften, da dreht sich schon der ein oder andere mal um, aber ich glaube eher fragend, so, was ist das denn, genau. Ich meine, habe ich mich auch nicht wirklich damit beschäftigt, bis ich ihn gekauft habe. Ja. Geiles Auto. Genau. Komm, wir fahren eine Runde. Ja, let's go. Machen wir. Keine stehenden Pedale? Ja. Okay. Also, ich bin das von alten Porsche halt immer gewohnt, dass diese stehenden Pedale haben, weißt du, 964, 993 und so, aber hat er nicht. Nee. Geil, springt gut an. Fühlt sich halt auch anders an. Fühlt sich nicht an wie ein Porsche. Absolut, ja. Wenn du jetzt so ältere, also die einzigen älteren Porsche, die ich halt gefahren bin, waren halt, also eigentlich bin ich fast alle Modelle mal gefahren, 964, 993. Und dann sehe ich es ja schon nicht mehr als alten Porsche an. So 993 ist für mich so das Letzte, was ich so als alten Porsche sehe. Und dann kommen wir schon in die Moderne. Und das ist ja vom Baujahr her Richtung 993, ne? Vom Baujahr? Nee, sogar 964, ne? Vom genau, Alter her. Genau, eher 964, ne? 964, genau. Und Schlüssel rechts. Ja, Schlüssel rechts. Da geht's ja schon los, Digga. Kann ja kein richtiger Porsche sein, wenn der Schlüssel rechts reinkommt. Mensch, bist du gerade nervös? Ja, ich weiß nicht, wann ich letztes Mal auf dem Beifahrersitz gesessen habe. Und er ist jetzt gerade erst seit einer Stunde ausgewintert. Okay. Wo ist denn das Ding hier unten? Rechte Seite. Ach, da sind zwei, Digga! Ja, ich wollte gerade sagen, so. Jetzt muss ich selber Ach, mal hier... Ach, jetzt kann ich auch die Rückenlehne verstellen! Ja, ein bisschen, ja. Das geht doch! Ach so, ja geil. Okay, geil, passt. Bist du nervös, ne? Ja, ein bisschen, ne. Hast aber du schon mal auf der Beifahrerseite gesessen? Ja, habe ich schon mal. Hä, aber ey, der fährt voll modern, finde ich. Was sind da für Federn drin? Von H&R. Habe ich von H&R drin. Die Dämpfer sind die so alt wie das Auto oder wurden die neu? Nein. Die Dämpfer habe ich vor 3 Jahren neu gemacht, aber bin ich ehrlich zu dir, die haben jetzt vielleicht 2.500 Kilometer gesehen. Okay. Ich muss mich erstmal hier dran gewöhnen, warte mal. Okay, geil. Darf ich querfahren? Du kannst, also mit den Reifen geht das auf jeden Fall gerade aktuell, ja? Ah, sein Blick gerade. Wir sind gestern quer gefahren mit dem BMW zusammen. Das stimmt, ja. Und da haben wir noch drüber geredet über das Auto. Das war auch super spontan mit der Videoidee. Wir haben gestern, ich habe dir schon mal erzählt, dass mein Dad dasselbe Auto hatte, aber ich bin damals irgendwie nicht auf die Idee gekommen, lass mal ein Video zusammen drehen. Aber es fühlt sich für mich halt gerade voll cool an, mit dem Auto zu fahren und das halt so im Gedächtnis zu haben, dass das Auto ist, worüber ich mit meinem Dad halt wirklich oft gesprochen habe. Und wodurch meine Porsche-Leidenschaft ja irgendwo auch gekommen ist. Weißt du, ich bin ja Porsche-Fan durch und durch und irgendwann werde ich mal einen Porsche in der Garage stehen haben. So, das ist schon Ziel. Und das habe ich ja auch dadurch, dass mein Dad mit mir immer über Porsche gesprochen hat. Mir immer von seinem Porsche quasi so geschwärmt hat. Ja, immer gesagt hat, irgendwann habe ich mal wieder einen, irgendwann hole ich mal wieder einen. Obwohl er ja am Schluss eher so auf dem Trichter war, er will sich einen Cayenne holen, was dann natürlich auch wieder so die Frage ist, ist es ein richtiger Porsche? Ja, ich habe dann gesagt, ja, ich hole mir noch einen 911er, du holst einen Cayenne. Das ist doch ein Deal gewesen. Ja, und es freut mich einfach. Es freut mich einfach, dieses Auto mal zu fahren und auch jetzt so im Nachhinein so ein bisschen nachfühlen zu können,
warum er so drüber gesprochen hat, was er so cool daran fand und so. Auch wenn es für viele von euch vielleicht kein echter Porsche ist. Also es ist ja ein echter Porsche, aber es hat halt mit dem 911er in der Hinsicht gar nichts zu tun. Absolut nicht, nee. Es ist halt einfach ein eigenes Modell für sich. Das ist geil, finde, man merkt unten raus schon... Die 3 Liter? Man merkt die 3 Liter. Ja, man merkt, dass man einen Hubraum hat. Und trotz Sauger hat man dann halt trotzdem so ein bisschen Drehmoment. Und man merkt halt einfach, dass diese einzelnen Pötte groß sind. Es ist halt kein 2 Liter Vierzylinder, sondern ein 3 Liter Vierzylinder. Wie warm ist er denn? Ist schon, ne? Können wir gleich mal ausdrehen? Wir fahren noch ein bisschen. Ja, kannst du eigentlich schon. Öldruck ist da und Temperatur ist eigentlich auch da. Und er läuft ja jetzt auch schon eine halbe Dreiviertelstunde. Er läuft wirklich gut. Yes. Getriebe lässt sich echt mega schalten. Jetzt habe ich es auch mit der Kupplung so ein bisschen raus. Ist schon cool, obwohl die Kupplung echt einen weiten Weg hat. Ne? Das ist typisch für alte Autos auch irgendwo gefühlt. Ja, vielleicht müsste ich sie auch mal machen. Ich müsste mal nachschauen, ob sie mal gemacht wurde oder wann sie... Musst du mal machen. Ja, das stimmt, ja. Aber ich bin auch ehrlich, es wird eigentlich nie im Regen gefahren. So. Ja, aber ich mache sie, du hast ja recht. Ja. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Du willst das Auto auch verkaufen, ne? Ja, ich habe überlegt, jetzt wegen dem Haus und so weiter, weil dann bräuchte ich eigentlich den Platz in der Garage, für das Material zu lagern. Ist aber schon schade drum. Ja, aber ich habe ihn halt auch schon 7 Jahre. Man hängt dran, aber irgendwann denkt man sich auch so, jetzt könnte ich das Geld ein bisschen besser gebrauchen. Verstehe. Ja, ich verlinke mal dein Insta in der Videobeschreibung. Falls jemand Interesse hat und ein gutes Angebot vielleicht macht, kann er sich ja bei dir melden. Genau, so sicher bin ich mir noch nicht, aber der Gedanke ist auf jeden Fall da, bin ich ganz ehrlich, ja. Ist auf dem originalen Lenkrad ein Porsche-Logo drauf? Nee, aber ein Schriftzug. Porsche-Schriftzug? Genau. So wie es beim 8964 ist. Genau. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Ja. Das Lenkrad ist geil, so, ich kann verstehen, dass man das haben will, aber mir fehlt es, dass ich hier nach vorne gucke und nicht sehe, dass ich in einem Porsche sitze. Hier ist kein Logo, nirgendwo. Den Logo nicht wirklich, steht halt überall an den Türen. Ne? Wenn ich mir jetzt so überlege, so sonntags mache ich eine Ausfahrt und fahre so los und setze mich in meinen Porsche und bin so sonntags unterwegs. Und dann, aber ich will ja sehen, dass ich im Porsche sitze. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, das kannst du hier nur fühlen. Das kannst du hier nur fühlen. Okay. So, wir halten mal kurz an, weil apropos Sonntag, ich will dir mal was Cooles zeigen. Habe ich letztens schon mal auf Instagram gezeigt und ich dachte, ich will das in dem Video auch mal nochmal unterbringen. Kennst du die App Enjoy the Street? Ich habe davon gehört. Hast du schon davon gehört? Ich habe schon davon gehört. Ehrlich? Ja, natürlich. Es ist wirklich, wirklich ganz geil, weil das ist eigentlich das, was die letzten Jahre so ein bisschen gefehlt hat. Gerade wenn man Bock hat irgendwie so auf Ausfahrten und gerade mit so einem Auto ist es das ja für mich genau das, was ich irgendwie so sonntags ja machen will, sondern mit anderen Leuten halt rausfahren. Ja. Und das ist halt genau das, was die App macht. Also ihr könnt euch die App runterladen, Enjoy the Streets, und dann könnt ihr über die App euch ein Profil anlegen. Das ist ähnlich wie bei Instagram. Ihr könnt da Bilder von euren Autos hochladen oder von eurem Auto. Was ich auch ganz geil finde, ihr habt eine Garage. Also du hast hier quasi so eine Funktion, wenn ich jetzt mal da draufklicke, Garage, wo du alle deine Fahrzeuge anlegen kannst und hast die dann alle so drin. Das können die anderen Leute sich dann auch angucken. Und wenn du dann drauf gehst, kannst du halt eine Beschreibung hinzufügen. Kannst reinschreiben, was hast du alles gemacht am Auto, was hast du alles geändert, was hast du noch vor zu tun. Hast einen ganz normalen Feed, auch wie bei Instagram, wo du ganz normal einfach Bilder hochladen kannst. Und das Geilste, du hast halt diese Map, wo du halt siehst, wer um dich rum, Nutzer im Umkreis von 20 Kilometer, ist jetzt gerade unterwegs und hat vielleicht Bock, einfach mit dir ein bisschen rumzufahren. Ausfahrtmäßig, man kann sich connecten und dann einfach irgendwie zusammen seine Leidenschaft ausleben und kann zusammen im Auto unterwegs sein. Ist wirklich ganz geil. Du bist halt hier dann sichtbar über GPS, je nachdem, wo du unterwegs bist, wenn du die App anhast. Kannst aber Homezones einrichten. Also du kannst zum Beispiel bei dir zu Hause jetzt um einen Kilometer um dein Haus herum eine Homezone einrichten und wenn du dann da bist, wirst du nicht gesehen. Ne? Okay, das ist gut, oder du machst die App einfach komplett zu, dann wirst du halt auch nicht gesehen. Checkt es gerne mal ab. Ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung. Ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert. Macht mega Bock. Man lernt neue Leute kennen und gerade wenn man jetzt keinen Bock hat, alleine rumzucruisen, dann ist das schon cool. Absolut. Ortsausgang, wir sind im zweiten Gang bei 50. Geben wir mal Gas. Digga. Der ist ganz geil, ne? Hä, der geht ja richtig gut. Der wiegt ja auch nicht viel. Also der geht besser als mein BMW. Meinst du? Ja, finde ich schon. Ja? Vom Gefühl her schon. Gerade unten raus, du musst den BMW viel mehr drehen. Gerade unten raus hat er richtig Druck. Geil. Ja, das macht schon Spaß. Bist du mal Rennstrecke gefahren damit? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Nee. Das ist eigentlich schade drum. Ja, ist ja auch damals viel Nordschleife gefahren. Ne? Ist er? Das Modell, ja. Das Modell? Das Modell, aber ja. Nicht das Auto? Nee, das Auto nicht. Nee. Okay. Der stand eigentlich mehr in der Garage und alles drum Hast und du dran. Den von einem älteren Mann gekauft? Oder? Ja, das kann ich schon sagen. Von einem älteren Mann auf jeden Fall. Ja. Der ein italienischer Liebhaber ist und der sich dann von einem Fahrzeug trennen musste. Was hat er noch? Ja, der hat 2, 3 Ferraris, Testarossa und so Sachen.
Und dann hat er den Fahrschein gegeben. Und der hat ja früher auch in seiner Jugend gefahren oder beziehungsweise war er so damals einer von seinen ersten Sportwagen. Ja. Und dann hat er sich aber jetzt davon getrennt, beziehungsweise was heißt jetzt, vor 7 Jahren. Ja. Und ich bin mit dem ins Gespräch gekommen, habe dann, ich bin jetzt super ehrlich, ja. Ja, ich habe 2 Bier zu viel getrunken und habe ihn gekauft. Ja, aber hast du es bereut? Nein. Also? Ich dachte am nächsten Tag so, habe ich das wirklich gemacht? Und dann habe ich die Nummer von ihm gehabt und hat er schon geschrieben, so, ja, wann kommst du mal vorbei? Und dann bin ich vorbei und dann habe ich ihn gekauft. Mega. Was zahlt man für sowas auf dem Markt aktuell so, durchschnittlich? Wo geht's los? Was kostet ein guter? Ungefähr. Ja, du musst ja immer überlegen, so der S2 an sich, der ist schon ein bisschen teurer, der Turbo ist noch teurer. Ja. Und das ist kein Turbo. Du hast mir erklärt, der Schriftzug ist nur drauf, weil du Angst hast, den abzumachen. Ja, genau, ja. Weil du nicht weißt, was dich darunter vom Lack her erwartet. So, ich weiß nicht, wie lange dieser Schriftzug schon da drauf ist. Und bevor ich ihn abmache, habe ich gesagt, so, lass ich es lieber drauf. Hätte ich auch so gemacht. Hat der Vorbesitzer drauf geklebt. Weil eigentlich geht das halt nicht. Ne? Das ist wie wenn du auf den C200 AMG. Ja, das geht gar nicht. Ja. Ich weiß, das stört mich auch etwas, aber was soll ich machen? Am Anfang hat sich, glaube ich, mehr gestört, aber so jetzt nach 7 Jahren ist es halt auch irgendwo dann scheißegal. Ja. Aber sag mal einen Preis. Hau mal einfach jetzt eine Zahl raus, wo du sagst, ey, wenn du das Geld in die Hand nimmst, kriegst du wirklich einen coolen. Das Problem ist, der Markt ist nicht so groß. 30? Und die Leute, die so ein Auto haben, die schwanken dann immer hin und her. Also ich würd mal sagen, so unter 25 kriegst du auf jeden Fall. Unter 25 guten. Minuten? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Okay, geil. Dafür ist es halt echt geil. Und aber halt dann mit 200.000 Kilometer oder ja, so. Ne? Okay. Ja, was ja aber bei den alten Motoren auch nicht schlimm ist, Digga. Absolut die nicht. Die laufen und laufen und laufen. Genau. Der hat jetzt 136.000, der fühlt sich nicht mal ansatzweise so an. Wenn da jetzt 35.000 draufstehen würden, würde ich auch sagen, ja, stimmt. Also ich fühle nirgendwo 136.000 Kilometer. Nirgendwo. Gut, der wurde auch wirklich immer gut gewartet. Also es ist ja, klar, sowas gehört natürlich dazu. Aber trotzdem glaube ich auch, dass man sowas mit 200.000 noch easy kaufen kann, ohne sich da Gedanken machen zu müssen. Mit dem Motor, ja. Ja. Was gibt's noch? Was hat der Turbo dann? Auch 3 Liter? Oder ist das ein 2 Liter? Nee, der hat 2,5 Liter, soweit ich weiß. Ja. Der hat aber auch 40 oder 50 PS noch mal mehr wie der hier, bevor ich jetzt was Falsches sage. Ich weiß, ich finde das als Sauger irgendwie geiler. Es hat mehr Nostalgie. Absolut auch. Also ich würde ihn jederzeit würde ich wieder den S2 kaufen. Weißt du, was sich vor allem für mich nicht so anfühlt? Dass das Auto 4 Jahre älter ist als ich oder als wir. Du bist ja genauso alt wie ich. Ja, das stimmt. Das fühlt sich doch nicht so an, als ob das Auto 34 Jahre alt ist. Von der Armaturen und alles so, wenn du drin sitzt, ja, kannst du schon so denken und von der Scheibenwischer angeht, aber vom Fahrverhalten her nicht, nee. Nee, ich finde aber auch so von der Haptik her nicht. Es fühlt sich echt geil an. Es macht auch echt Bock zu fahren. Ich kann es mir so geil vorstellen, damit sonntags so eine Ausfahrt zu machen, Alter. Mega. Der macht halt auch in kurvigen Strecken wirklich Spaß, ne? Weil das Gewichtsverhältnis ist halt vom Vorteil, würde ich behaupten. So, ne? Also elektronische Assistenten gibt es hier nicht. Kein ESP? Nein. Kein ABS? Doch, ABS hat er. ABS hat er, aber ESP nicht. Ja, das ist doch gut, dann muss man es auch nicht ausschalten. Das stimmt wohl, ja. Geil, Alter. Hey, Digga, vielen Dank. Gerne. Spritztour bedeutet mir wirklich sehr viel, mit dem Auto mal zu fahren. Jederzeit. Sag einfach Bescheid. Dass ja, wenn du ihn jetzt verkaufst, dann ist er ja weg. Ja, aber du musst dich ja erstmal jemand melden und er muss ja auch erstmal weggehen. Ey, hat mir wirklich viel bedeutet. Danke dir. Jederzeit gerne. Ja, Leute, das war einfach mal ein kleines Video. Ich dachte, können wir zwischendurch mal raushauen. Für mich ein emotionales Video. Hat aber auf jeden Fall eine Menge Bock gemacht, damit zu fahren. Und lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.